Tamora, Stützpunkt der verdammten Paladine König Robers II. Wir waren schon länger hier. Die letzten drei Gefangenen dieser Burg, bereit für den Abtransport in die Minenkolonie von Korines. Doch wir wussten bei weitem Besseres mit unserem Leben anzufangen, als für den König zu schuften. Wir wussten, wir hatten unsere letzte Nacht vor uns. In dieser Nacht entschlossen wir uns zu fliehen. Wir waren jetzt schon tagelang unterwegs. Das Boot hatten wir am Strand von Tamora gestohlen. Unsere Waffen im Kampf gegen einen Milizsoldaten verloren. Es ist zu heiß hier. Die Sonne brennt unerbittlich vom Himmel herunter. Wenn wir nicht bald irgendwo ankommen, werden wir jämmerlich verschmachten. Hi, Captain. Könnten ich und meine beiden Kameraden auf euer Schiff kommen? Von mir aus. Wo wollt ihr denn hin? Egal. Hauptsache weg vom König und weg vom Krieg. Dann habt ihr genau das richtige Schiff erwischt. Mein Name ist Mandotha. Ihr habt bestimmt schon von mir gehört. Ich nehme euch mit auf unsere Insel. Könnte sein, dass ich euch noch gut gebrauchen kann. Natürlich kannte ich Mendoza, den gefürchteten Korsarenkapitän, der mit den Orks und den Assassinen Varant Geschäfte machte. Wohl war mir nicht in meiner Haut, da ich gehört hatte, dass Mendoza ein ziemlich skrupelloser Typ war. Aber egal, nun waren wir unterwegs zu seiner Insel. Was uns dort erwarten wird, weiß ich nicht. Aber ich bin mir sicher, dass unser Abenteuer gerade erst begonnen hatte. Hallo und herzlich willkommen zu einem Prolog der Mod Odyssey im Auftrag des Königs mit dem Namen Das Korsarennest. Ja, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, Odyssey im Auftrag des Königs, da mache ich eine Pause, eine kleine Pause, weil ich noch auf die neue Save-Datei warte. Ich wollte jetzt nicht unbedingt jetzt wieder von vorne anfangen und da habe ich mir gedacht,
Oder wir haben uns gedacht, dass ich jetzt mal hier den Prolog Das Korsarennest für euch anspielen werde und zeigen werde. Ja, Das Korsarennest, wie schon gesagt, ist der Prolog von Odyssey im Auftrag des Königs, welcher ein paar Jahre vor den Ereignissen in Gothic 1 spielt. Er handelt von einem ehemaligen Sträfling, der sich mit seinen Freunden den Korsaren angeschlossen hat. Diese Entscheidung bereut er allerdings inzwischen und will von der Korsareninsel fliehen. Dies wird allerdings nicht so einfach sein. Das haben wir ja in der Vorschau gesehen. Jetzt gucken wir mal, was wir für Schwierigkeitsgrade haben. Wir haben leicht, mittel und schwer. Ach, wisst ihr was? Ich nehme mal leicht. Ja, warum nehme ich denn leicht? Oh, ja, müssen wir ein bisschen einrendern. Alles gut. Oh, das läuft ja ziemlich fix. Das ist eine kleine Welt. Ah, hier gibt es Kokosnüsse. Die werde ich mal erstmal gleich zu mir nehmen. Beziehungsweise an mich nehmen. Dann gucken wir mal gleich, was haben wir eigentlich so noch in den Einstellungen zu sehen, zu finden. Zum Spiel gibt es, ja, nichts Besonderes. Dann unter Erweitert gibt es auch nichts Besonderes. Okidoki. Schauen wir mal, was der Held alle so im Inventar trägt. Da, Windknecht, das ist gut. Oh, Amulette Heiler, Lebensenergiebonus gleich plus 40, das ist klasse. Dann haben wir Ring der Heiler, gibt es auch wieder einen Lebensenergiebonus. Oh yeah, da wird er gleich richtig voll zugelangt. Schutz vor Waffen 5, Ring der Krieger und 5 Kokosnüsse. Was können wir denn mit denen machen? Können wir die eigentlich schon gleich mampfen oder was? Oh, Alter, muss der 10er haben. Ach nee, Moment, er hat irgendwas gemacht. Er hat daraus erstmal Kokosfleisch gemacht. Das machen wir mit den anderen auch. Also, er hat die mit bloßen Händen auseinandergerissen, die Kokosnüsse, und mit seinen scharfen Fingernägeln das Kokosfleisch sozusagen hier auseinandergefriemelt. Aber hey, bevor du gehst, Hook heißt der. Dann gucken wir mal. Na, Hook, gut geschlafen? Hallo, wach werden. Ach, halt doch endlich die Schnauze, Jones. War gerade so schön am Pennen. Wie? Immer noch müde? Ja, Mann. Bin ja erst kurz vor Sonnenaufgang eingeschlafen. Hast also die ganze Nacht kein Auge zugetan? Du sagst es. Seitdem man uns diese Hütte gegeben hat, habe ich überhaupt nicht mehr richtig schlafen können. Ach, wieso denn das? Jetzt grinst nicht so blöd. Du weißt es ganz genau. Diese verdammten Alligatoren machen mir eine Scheißangst. Wie nun, wenn nachts eins von den Viechern in die Hütte kommt? Brr. Allein der Gedanke daran lässt mich schon schaudern. Übertreibst du jetzt nicht? Immerhin haben wir eine Tür, die wir zuschließen können. Ach, und du meinst, dass diese dünne Tür einen hungrigen Alligator abhalten wird? Ja, meine ich. Ich nicht. Warum wohl, denkst du, hat uns Mendoza diese Hütte zugeteilt, hä? Damit er uns bequem los wird. Darum. Das hätte er auch einfach haben können, indem er uns direkt an die Viecher verfüttert. Naja, stimmt schon. Ach, vergesst, was ich eben gesagt habe. Bin heute nun mal gereizt. Naja, kein Wunder. Wieso? Weil ich Hunger habe, Mann. Gewaltigen Hunger. Dann isst doch eine Kokosnuss. Bäh. Jeden Tag dasselbe. Ich kann das Zeug nicht mehr sehen. Gutes Essen kostet aber eine Menge Geld. Und Haifisch Joe lässt nicht anschreiben. Ich weiß. Trotzdem, kauf bitte bei ihm für uns alle jetzt mal ein Stück Käse, ein Stück Brot und eine Flasche richtiges Wasser. Ist bei dir der Wohlstand abgebrochen? Wo soll ich so viel Kohle nehmen, um das Zeug zu bezahlen? Nun, Ned und ich haben unsere letzten Goldstücke zusammengekratzt. Hier, 30 Goldstücke. 30 Goldstücke? Das wird aber nicht lang. Das wird gerade mal für ein Stück Käse reichen, aber nicht für drei. Oh, dann sammle doch ein paar Kokosnüsse oder sonst irgendwas und verkaufe Joe das Zeug. Wir müssen endlich was Anständiges zu essen bekommen, sonst werden wir noch krank. Also ich verzichte. Dazu fehlt uns einfach das Gold. Dann esse ich lieber weiter Kokosnüsse oder irgendwelche Pflanzen. Wie du willst, Jones. Aber Ned will auch endlich wieder was Anständiges zu essen bekommen. Also besorge zumindest für uns beide etwas. Könnt ihr nicht zumindest auf das sündhaft teure Wasser verzichten? Nein, wir haben keinen Bock mehr, immer wieder salziges Meerwasser zu saufen. Soll aber sehr gesund sein. Quatsch. Sagt wer? Ich. Jetzt spinn nicht länger hier herum, Jones, sondern besorg uns endlich das Zeug. Ich habe einen Mordshunger, Mann. Na schön, ich versuche mal irgendwo noch etwas Gold aufzutreiben und dann bei Joe das Zeug zu kaufen. Okay. Ja, hört sich gut an. Sieht auch gut aus, diese da Hütte. Da ist wieder aus eins von diesen Drecksviechern. Was macht er denn jetzt? Ein ist okay. Viel weniger. Okay. Ja, Hook, da hast du eine Ratte erledigt, ne? Ja, da ist er auch, nicht die Ratte. Zu plündern.
Eine Bürste haben wir hier. Gucken wir doch mal nach hier. Erstmal ein bisschen was. Soll ich jetzt schon mal was essen? Ich weiß es nicht. Aber wie viel Schaden macht er? Oh, 15. Und ein Einhandtalent Malus. Malus gibt's dafür. Dachte, ein Bonus. Ja, jetzt hast du dich da hingehockt, Huck, und sagst nichts mehr. Dann gucken wir mal uns erstmal um, was wir hier an Sachen finden. Uiuiui, da ist eine schöne Insel. Sieht aus wie Zuckerhüte. Lustig. Ich spiele diese Mod übrigens zum ersten Mal. Empfohlen wurde sie mir vom Odyssey Mod Team und da habe ich mir gedacht, das mache ich doch mal gleich. Weil es ja schließlich so eine Art... Es ist ja der Prolog für Odyssey im Auftrag des Königs und das ist doch ganz passend. Schauen wir mal, was wir hier noch alles haben. Was liegt, liegt hier was? Oh, es kommen gleich Ratten auf mich zu. Okay. Junge, habe ich eine Keule in der Hand. Alter, Falter, Popalter. Da ist nichts okay, zu holen. Okay, bei den Ratten kann man nichts holen. Was haben wir hier? Noch mehr Kokosnüsse. Dann schauen wir mal weiter. Noch mehr Kokosnüsse. Oh, ein schöner Vogel. Und ein Lederbeutel. Na, das bringt doch Geld ein, bestimmt. Alter, was eine Flora, was eine Fauna. Ein Getier. Herrlich. So, und dann geht's hier auch mal gleich hoch. Und noch weiter hoch. Aber wir müssen auch mal abspeichern. Das werden wir auch gleich mal machen. Und das nennen wir mal gleich LP1. Ne, so. Nochmal. Sicher ist sicher. Ja. Ich blute schon. Ne, dann esse ich lieber was. Erstmal den Fisch. Aha. Und gucken erstmal, was wir hier an Lederbeutel haben. Oh, 100 Gold, das ist gut. Da steht ja ein Hypi. Ein Typi meine ich. Klappenmuskel, Muskel. Klappmuschel. Ja. Und Kokos, dann will ich jetzt mal wieder mit meinen bloßen Händen aufknacken. Und mit meinen scharfen Rasiermesser, scharfen Fingernägeln auskratzen und das geht so schnell. Okay. Ja, dann gucken wir doch mal gleich, wer das ist da oben. Der nennt sich Snipe. Das sieht doch gefährlich aus. Hey, Snipe. Ach, sieh mal an. Jones. Na, bist du endlich aus deinem Loch herausgekommen? Aus meinem Loch? Wie meinst du das? Dachte ich mir, dass du es nicht kapierst. Ich meine mit dem Loch deiner Hütte, wo sich du und deine Freunde immer verkriechen. Hast wohl Angst, von uns eine aufs Maul zu bekommen, was? Ich... Naja, wenn ich dich, Pfeife, so ansehe, kann ich es gut verstehen. Ich merke bereits schon jetzt, wie du dir vor Angst in die Hosen machst. Tolle Nummer. Irgendwie scheint er doch ein Problem zu haben. Irgendwie scheinst du ein Problem zu haben. Hey, pass bloß auf, was du da sagst, Jones. Sonst hast du nämlich ein Problem, und zwar mit mir. Und ab morgen zahlst du mir täglich 10 Goldmünzen, Jones. Ist das klar? 10 Goldmünzen? Wofür denn das? Dafür, dass ich dich in Ruhe lasse, Kleiner. Sonst gibt's was aufs Maul. Klar? Ja, sehr gut. Meins. Ja, komm ich denn jetzt da durch oder was oder wie? Lässt er mich einfach gehen oder was oder was? Warte mal. Nee. Er lässt mich hier aber hoch. Oh, hier. Hier hockt noch ein Heinz. Nett. Hey, du. Das war keine große Sache. Nett. Alles klar? Geht so. Sei mir nicht böse, aber zur Zeit ist mir nicht nach Reden. Ich werde mich dann nicht... Am besten lässt er mich allein, okay? Keine Ahnung. Wieso denn das, Ned? Was ist denn los? Nichts, Jones. Nichts. Lass mich einfach in Ruhe, ja? Ich werde mich da nicht einmischen. Naja. Dann lassen wir den mal das schön in Ruhe, den Ned. Naja, ich sollte mal was essen, ne? Blut das hier so rum. Wie viel gibt's denn das? Will doch keiner wissen. Mir brauchst du das nicht zu sagen. Drei Lebensenergie, Bruni.
Das war keine große Sache. Fühlst dich erfrischt? Mir brauchst du das nicht zu sagen. Irgendwann so, jetzt habe ich sie alle gegessen. Die Kokosnüsse. Wer ist er hier? Keiner wissen. Ach, das ist Haifisch Joe. Endlich sehe ich ihn immer mal. Immer wieder das Gleiche. Den Haifisch Joe. Hallo, Joe. Jones, was willst du? Nichts. Wollte eigentlich nur wissen, wie es dir geht. Das geht dich einen Dreck an. Verschon mich gefälligst mit deinem Gequatsche. Wenn du zumindest genug Gold in deiner Tasche hättest, dann könnten wir handeln. Aber so... Na, vielleicht habe ich ja genug dabei. Kann ich mir mal deine Waren ansehen? Na gut, von mir aus. Kannst dir ja anschauen, was ich so habe. Okay. Oh, man kann auch eine Rüstung ansehen. Du verkaufst doch auch Rüstungen. Kann ich sie sehen? Gut, aber verschon mich gefälligst mit deinem Gequatsche. Abenteurerrüstung. 750 Goldstücke, Lederrüstung 250, Butlerhose 200, Sträflingshose, na toll. Abgenutzte Schürferklamotten. Okidoki. Ja, dann gucken wir mal, was er so in seinem Inventar hat. Gut, aber verschon mich gefälligst. Ja, mit deinem Gequatsche. Wer quatscht denn hier am meisten? So, dann haben wir 25% der Heilung. Essenz der Heilung, 25 Stück. Dann gebratene Fleisch, Seemannsgrog, Rum, was ist das? Doppelter Hammer. Macht den härtesten Trinker müde. Oh, verstehe. Brotkäse, 32 Fischlis. Oh, er hat auch Dietrich, ja, das ist wichtig. Fackel, vergessen Spruchrolle. Aha, der hat ja alles Mögliche dabei. Und Wasser, mhm. Wie teuer ist denn das Wasser? 8. Ach, dann kaufen wir mal ein bisschen Wasser. Oh, sollte mal erstmal reichen. Ich habe noch nicht ins Logbuch geguckt. Vielleicht sollte ich das mal machen. Also Fischsuppe, Laborwasserflasche, Sumpfkrautpfanne und Säge. Und das war's dann. So, jetzt sollte ich mal gucken, was hier im... Aufs Maul. Haha. Sniper presst mich. Wenn ich ihm nicht jeden Tag 10 Goldmützen zahle, verprügelt er mich. Das ist nicht gut. Was zu essen? Okay, Huckhack-Hunger. Ich sollte her bei ihm für seinen Haifischkäse und Wasser. Ach, Moment mal. Haifischkäse. Hm. Ja, ich bin so durcheinander. Haifisch-Joe-Käse. Wasser und Brot kaufen. Mhm. Da wir aber nicht viel Gold haben, werde ich erstmal nur für Huck und Nett etwas kaufen. Also 2 Brot, 2 Käse und 2 Flaschen Wasser. Jeweils? Ah, okay, jeweils eine, denke ich mal. Ich muss allerdings erstmal irgendwo Gold auftreiben, damit ich den Kram kaufen kann. Mal sehen, ich könnte ja vielleicht Kokosnüsse einsammeln und sie Joe verkaufen. Ja, die habe ich selber gefressen. Wie viel Geld haben wir denn noch? Insgesamt 100 haben wir noch. Gut, okay, das heißt also, ich muss nur Brot. Das wird sich nie ändern. Und 2 Käse. Zeig mir deine Waren. Ja. Ja. Also, dann kaufen wir mal. Wie teuer ist denn das Brot hier? 20, Alter. So, dann haben wir hier 2 Brot und 2 Käse. Das ist... Wie teuer ist das? 30. Also, das müsste es sein, ne? Nur mal gucken hier. Ned, ich habe was zu essen für dich. Das will doch keiner wissen. Doch nicht. Hä? Mir brauchst du das nicht zu sagen. Also Moment mal, ich habe doch... Das war keine große Sache. Ich habe sogar 3 Flaschen Wasser, 2 Brot, 2 Käse. Ich habe was vergessen bestimmt, ne? Ich habe bestimmt was vergessen. Also nochmal. 2 Brot, 2 Käse, 2 Flaschen Wasser. Hm. Das interessiert mich nicht. Mal gucken, ob der Dings was sagt, ja. Huck. Der muss einfach mehr trainieren. Gucken, ob der Huck was sagt. Ja. Gucken, ob er noch hier hockt, der Huck. Ich habe das Essen. Okay. Ich habe das Essen. Endlich. Ich wäre sonst noch gestorben. So schnell geht das nicht. Jetzt rede nicht lange, sondern gib mir endlich mein Essen. Nets Anteil kannst du mir übrigens auch gleich geben. Ich gebe es ihm dann nachher. Hm, ich weiß nicht. Nachher isst du vor lauter Hunger auch noch seinen Anteil weg. Hey Jones, was soll jetzt diese blöde Anmache? Traust du mir sowas etwa wirklich zu? Nein, jetzt beruhig dich doch wieder. War doch nur ein Witz. Hier hast du den Kram. Gut. Und damit du siehst, dass ich mich beherrschen kann, werde ich nicht jetzt, sondern später etwas essen. Jetzt reg dich ab, Huck. Ist ja nicht meine Schuld, dass es uns so mies geht. Ich weiß. Schuld hat allein Mendoza.
Wir werden von ihm und seinen Korsaren wie der letzte Dreck behandelt. Leider. War eine blöde Idee von uns, sich den Korsaren anzuschließen. Du sagst es. Aber jetzt ist es zu spät. Und was sagt er, wenn er abhauen will? Nichts ist zu spät, Huck. Wenn es nach mir geht, können wir noch heute abhauen. Ich wäre dabei. Und Ned sicher auch. Es gibt nur leider ein Problem. Du sagst es. Mendoza würde uns eher an die Alligatoren verfüttern, bevor er uns gehen lässt. Schließlich kennen wir die genaue Lage seiner Insel. Und das könnte ihm gefährlich werden. Die Paladine von Mutana würden demjenigen, der ihnen Mendozas Versteck zeigt, ein ganzes Fass voll Gold als Belohnung geben. Hör auf zu träumen. Uns würden die Paladine nicht ein Fass mit Gold zur Belohnung geben, sondern eiserne Fesseln. Und die können wir dann tragen, bis wir die Kolonie von Corinus erreichen, um dort in den Minen zu schuften. Schließlich waren wir Sträflinge, Jones. Vergiss das nicht. Das vergesse ich ganz bestimmt nicht. Bin froh, dass wir damals noch rechtzeitig aus dem Kerker von Tamora entkommen konnten. Sonst wären Ned, du und ich sicher noch eines Tages in der Minenkolonie gelandet. Ich frage mich langsam, was schlimmer ist. In der Minenkolonie zu schuften oder von den Korsaren wie Dreck behandelt zu werden. Wenn wir Pech haben, werden wir eines Tages noch als Sklaven an die Assassinen verkauft werden. Und dann? Hast recht, wir müssen abhauen. Und zwar so bald wie möglich. Die Frage ist nur wie. Frag doch mal Ned, vielleicht hat er ja eine Idee. Möglich, ich werde ihn mal fragen. Ah ja. Na, woher steckt das Wissen noch eigentlich? Wo steckt Ned eigentlich? Keine Ahnung, er ist kurz vor Sonnenaufgang aufgestanden und sagte nur, dass er sich mal die Füße vertreten wollte. Dann ist er aber schon lange weg. Wo kann er nur sein? Keine Ahnung. Du wirst ihn wohl suchen müssen. Hey, warte mal. Wir brauchen doch Gold, nicht wahr? Ach, was du nicht sagst, Huck. Wäre ich nie darauf gekommen. Jetzt bleib mal ernsthaft. Ich habe eine Idee, wo man vielleicht welches bekommen könnte. So? Wo denn? Zwischen den Inseln soll doch auf dem Meeresboden das Wrack von einem Schiff liegen, das mal die Korsaren versenkt haben. Ja, stimmt. Das Schiff war von der Handelsroute abgekommen und hatte dabei das Versteck der Korsaren entdeckt. Und daraufhin hat es Mendoza angegriffen und versenkt. Da ist doch bestimmt etwas zu holen. Möglich. Aber man muss ein sehr guter Taucher sein. Hm, na schön. Ich kann es ja mal probieren. Ah ja, so weit also. Keine Vorschaubilder, schade. Er kommt mir das nur so vor, oder hat der Hook wirklich so einen riesen Schädel auf seinem kleinen Körper? Ja, erstmal ein Kompliment an die Dynamik der Sprachausgabe. Das liegt bestimmt daran, dass sie richtig exakt geschnitten worden sind. Denn die Gothic Engine kriegt das ja alles mit der Zeit raus, beziehungsweise, ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, zwischen den... Gucken wir mal. Die Flucht. Ah, okay, das ist das mit Ned. Das Wrack. Zwischen den Inseln auf dem Meeresboden liegt, noch etwas zu holen wäre. Also, dann ist das bestimmt nicht die hier, sondern hier unten irgendwo ein Wrack. Sollen wir da jetzt mal nachtauchen oder was ist los? Also erstmal Ned fragen. Nicht was sagen, Ned die fragen. Dann gucken wir noch gleich mal. Das ist ja lustig. Ja, ist gut, jetzt. Gleich eine Melodie gezwitschert hier. Mal gucken, ob Ned auch noch uns hilfreichst eine Melodie zwitschern kann. Hey! Na komm, willst du mir denn nicht sagen, was los ist? Na schön, bevor du mich noch weiter nährst. Also, was ist? Ich habe meinen Ring verloren und kann ihn nicht mehr wiederfinden. Wie, dein Ring ist weg? Etwa der Ring, der deinem Vater schon gehörte? Ja, genau der. Dieser Ring ist ein altes Familienerbstück und so eine Art Glücksbringer. Naja, hat dir aber auch nicht viel genützt. Du bist trotzdem im Knast von Tamora gelandet. Auch mit Glücksbringer. Wir sind aber auch glücklich wieder von dort herausgekommen, Jones. Kann man also sehen, wie man will. Na und? Dafür bist du aber jetzt auf dieser von Innos verlassenen Insel gelandet. Das stimmt. Aber wenn ich den Ring hätte, dann würde ich bestimmt auch wieder von hier wegkommen. Gut, dass du gerade beim Thema bist. Darüber wollte ich gerade mit dir sprechen. Huck und ich würden gerne von hier abhauen und... Tut mir leid, aber bevor ich nicht meinen Ring wieder habe, will ich mir über sowas überhaupt keine Gedanken machen. Aber das ist doch jetzt Quatsch, Ned. Wir sollten lieber jetzt unsere Flucht planen. Vergiss es. Ohne meinen Ring werde ich nicht von hier fliehen. So viel ist schon mal klar. Aha. Ja, wo hast du denn verloren, Ned? Wo hast du denn den Ring verloren? Auf der großen Nachbarinsel. Ich muss ihn verloren haben, als ich auf die Berge dort geklettert bin. Was? Ausgerechnet auf dieser Insel? Da wimmelt es ja von Viechern. Was wolltest du denn da? Ich wollte mir etwas Gold verdienen.
Aber darüber reden wir vielleicht später. Sag mal, könntest du den Ring für mich suchen? Vielleicht hast du ja schärfere Augen als ich. Na gut, ich kann mich ja mal dort umsehen. Vielleicht finde ich ja deinen Ring. Ich danke dir, du bist ein echter Freund. Nun, nicht ganz. So eigennützig bin ich jetzt auch nicht. Du musst mir schon etwas hierfür geben. Hätte ich mir ja denken können. Aber in Ordnung. Ich habe mal bei Joe einen Heiltrank gekauft. Sozusagen für den Notfall. Den bin ich bereit, dir abzutreten, wenn du mir meinen Ring wieder beschaffen kannst. Abgemacht. Na, das ist ja ein toller Deal. Den brauche ich doch bestimmt vorher. Haifisch, Joe. Snipey. Und da oben geht's auch noch irgendwo hin. Dann schauen wir mal. Geht übrigens noch überall irgendwo hin. Und was liegt da? Da ist ja noch eine Insel. Boah, übelst. Übel. Oh, Kanönchen. Na, gehen wir erstmal ganz nach oben. Gucken mal, was es hier gibt. Vielleicht finden wir noch wichtige Pflanzen. Oh, nee. Hallo? Okay. Na super. Wie viele denn noch? Oh. Tolle Nummer. Da ist nichts zu holen. Ich habe ja nichts zu essen mehr. Das gestaltet sich ja richtig schwierig, aber dafür lag hier eine Kokosnuss. Und noch ein Lederbeutel. Hallöchen. Lass mal gucken hier. Oh, wieder 100 Gold. Na, die haben uns ja einfach gemacht, die Modder. Gut, dann haben wir ein bisschen was gefuttert. Ah, hier komme ich nicht durch, weil die Pflanze es nicht zulässt. Oh, hier ist noch eine Kokosnuss. Kokosnuss, Joe. was ist denn da drüben? Hier ist noch eine Kanone. Kann ich die bedienen? Nee, kann ich nicht bedienen. Schade. Okay, das ist das Einzige, was ich machen kann. Kokosnüsse sammeln. Boah. Ja. Oh, da hockt einer. Der heißt Corsa. Mhm. Baumsäge gibt's sogar. Aha. Oh. Muss ich erstmal gucken, wo es hier am leisesten ist von den Geräuschen her, damit wir den Corsa hören können. Verschwinde, sonst verfüttere ich dich an die Alligatoren. Ja, genau. Verfütter mich mal. Das könnte hier... Das sieht doch hier nach einem Alchemie-Labor aus hier. Aber sowas von... Wow. Und da hinten? Wer ist da hinten? Oh, da hinten sind Leute. Oh, Kommode, mal gucken. Vielleicht kann man hier was lernen. Ja, 25. Piratengesetz, auch bei uns Piraten muss das gemeinsame Leben geregelt werden. Das Gesetz gilt selbstverständlich nur unter uns Piraten. Ich irgendwie schon mal gelesen. Durst. Und die Truhe ist bestimmt... Vom Schlösserknacken verstehe ich nicht. Genau, richtig. So. Laborwasserflasche. Oh, Leute, gleich hier. Looten. Geweihtes Wasser. Ah, hier kann man richtig looten. Besteck. Wow, Spruchrolle. Lederbeutel, noch ein Lederbeutel. Was war das? Eine Embarta? Gleich mal im Inventar gucken, was da los ist. Und noch ein Pfefferbeutel. Ich denke, Sumpfkraut, Schwefel. Das sind da richtig gute Zutaten, die es immer gleich gibt. Cello für den Musiker. Sehr schön. Na, gucken wir mal im Inventar nach, was wir alles so gekriegt haben. Da siehst du, hier haben wir noch richtig mal schöne. Okay, ein bisschen was zu trinken. Was haben wir denn hier? Elixier der Stärke. Stärkebonus, super geil. Gleich mal reinhauen hier. So, dann haben wir hier Monsterschrumpfen.
Roter Tränenpfeffer, Vorsicht, scharf, okay. Perle haben wir, Apfel, Tabak, Besen, Bürste, ja, goldener Kelch, das kann man alles zu Geld machen. Nachdem, stopp. Moment mal, ich werde mal einen Stängel Sumpfkraut rauchen, mal gucken, vielleicht gibt es irgendwie einen Effekt. Oh, noch nicht so, okay. Mal Kokosnüsse öffnen. Da wieder hier Kokosfleisch haben. Und dann ein paar Lederbeutelöffchen. Öffchen öffnen. So, was haben wir denn hier? Pilztabak, Besteck, Schwefel, Krauttabak und ein Lederbeutel. Wieder mit 100 Goldstücken. Das ist ja klasse. Was passiert? Ah ja, das sind mal wieder hier. Ah, ich bin mal wieder richtig bedut hier. Och, Leute. Guck mal, die Wasserpfeife. Wenn du dann richtig tun, das tun wir mal, ne? Wird aber gerochen. Was denn für welchen? Apfeltabak. Stärke plus 1. Wow. Pilztabak. Geschicklichkeit plus 1. Sumpftabak. Mana plus 10. Na, so mag ich das. Können, gibt's noch was? Nö. Ach ja, ich muss natürlich Tabak im Inventar haben. Dann geht das auch. Oh, ist die Welt schön. Oh, mal ganz langsam dahin zu diesen Heimis da. Wer ist denn das überhaupt? Ja, okay, jetzt ist die Wirkung verfehlt. Es ist Sam. Sam. Ist das eine Gobbo-Statue oder was? Oder ist das eine Eule? Was ist denn das für eine Statue? Ist ja lustig. Okay. Weiß jemand, was das für eine Statue ist? So. Hey, du. Jerome. Hallo Jerome. Wie sieht es aus? Hallo Jones. Na, wie soll es mir schon gehen? Schlecht, was sonst? Immer noch sauer wegen Mendoza? Natürlich, mein Junge. Macht er mich doch vor versammelter Mannschaft runter. Das vergesse ich ihm nie. Mendoza ist zwar der Captain und sein Wort ist Gesetz. Aber so einen alten Seemann wie mich so runterzuputzen, das geht echt zu weit. Aber das werde ich ihm eines Tages heimzahlen. Verlass dich drauf. Tja, das glaube ich dir. Kannst du mir was verkaufen? Kannst du mir etwas verkaufen? Nun, viel habe ich nicht. Sieh dir an, was ich habe. Okay, er hat was. Was hat er denn alles? Brot, Käse. Ach ja, richtig. Vielleicht sollte man ein bisschen Brot kaufen. Okay, und er hat zwei Brot, zwei Käse, ein Wasser, sicherheitshalber, Heilkraut, Feuerkraut, Feldknöterich, boah. Fackeln, Laborwasserflasche und Schwefel. Das soll es erstmal gewesen sein. Gibt's denn überhaupt einen Eintrag unter allgemeine Infos? Händler bei den Korsaren, bei Haifisch Show und Jerome. Okay, ich habe hier die Notiz nicht gesehen. Sam. Hi. 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 Was willst du? Ich wollte nur mal sehen, wie es so geht. Ach so, bist nur zum Quatschen hergekommen, was? Aber hier für keine Zeit. Echt nicht? Aha. Kannst du mir etwas über Alchemie beibringen? Nee. Und jetzt hau ab. Und warum willst du mir nichts beibringen? Darum. Kinder. Okay, Sam, dann nicht. Dann mach deine Übung weiter. Ja. Der soll mir nichts von Pflicht erzählen. Ah, noch ein bisschen laut. Wir sollten noch nach dem Grab gucken. Oh, wo geht's denn hier runter? Ja, es geht hier runter. Sehr schön. Das war keine große Sache. Mich reizt ja diese kleine Insel da hinten. Kann ich überhaupt schon schwimmen? Ich hoffe es. Nee, ich speichere lieber ab. Oh, ich kann schwimmen. Ich kann schwimmen. Krokogatoren. Los weg hier. Nee, das bringt nur nichts. Schade. Also ist unsere nächste Aufgabe, nach dem Bug zu tauchen. Und das werden wir in der nächsten Folge sehen. Ja, ich hoffe, euch gefällt dieser Prolog und auch die Idee von mir, das mal zwischenzeitlich, bevor es weitergeht, mit Odyssey im Auftrag des Königs weiterzuspielen.
dass euch das gefallen hat. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ich sage Hook, Ende. Und Ende für diese. Gebt mir einen Daumen, schreibt ein Abo. Ihr wisst, was ich meine. Tschüss.